Der erste Titel der Saison geht an die Spielvereinigung Unterhaching beim erstmalig in der dritten Liga vergebenen Award für den Pitch of the Year. Geht also die Spielvereinigung als Sieger hervor. Beste Untergrundvoraussetzungen also für das sogenannte S-Bahn-Derby gegen 1860 München. Sascha Möldert macht sein Team heiß bei nasskalten äußeren Bedingungen. Die ersten Minuten, die waren richtig schwungvoll von den Gastgebern Dombrovka in der dritten Minute mit einem ersten Test für Marco Hiller. Aber diese Anfangseuphorie der Hachinger, die verebbte dann sehr, sehr schnell und 60 wurde immer stärker. Nach einem Eckenfestival kommt der Ball zu Dennis Dressel, 13. Minute, das 1:0 für die Löwen mit der ersten Chance. Nico Mantel zeigt es an. Ball nicht weit genug abgewehrt und dann auch noch abgefälscht der Schuss von Dressel. Dombrovka, der Unglücksrabe, das zweite Saisontor für Dressel, der am Spieltag Geburtstag hatte und der nach seinem Dreierpack aus der Vorsaison also einfach so weitermacht gegen die Spielvereinigung, die scheinbar sein Lieblingsgegner ist. 60 mit dem Führungstor im Rücken, nun noch besser, noch sicherer, kam zu weiteren Möglichkeiten, so wie hier, 19. Minute, der doppelte Steinhardt, aber einmal Mantel und einmal Rücklage verhindern das zweite Gegentor für Unterhaching. Ari van Lint konnte nicht zufrieden sein, brachte für den zweiten Durchgang neue Offensivkräfte, unter anderem Luca Marsaila, und der steht in dieser Szene im Mittelpunkt. Zu Beginn der zweiten Halbzeit, Ecke 60 abgewehrt und dann rollt der Konter mit dem schnellen Marsaila. Der schickt Hufnagel in die Spur, Hiller kommt raus und dann wieder Marsaila, der das leere Tor verfehlt. Die Riesenchance zum Ausgleich in der 58. Minute. Volles Risiko hier bei Hiller, das am Ende belohnt wird. Weiter die knappe Führung für 1860 München, die nun aber etwas wackeliger aussah als noch in Durchgang Nummer 1. Aber Unterhaching ließ so ein wenig die Durchschlagskraft vermissen, so wie eben auch schon in den letzten Spielen, die letzten beiden, die ja jeweils verloren gingen. Und so gab es natürlich dann immer wieder auch Konterchancen für 60. 71. Minute, Tallich bleibt hier so gerade noch an Mantel hängen. Und dann nur 7 Minuten später die nächste Situation, wieder Mantel im Fokus, der hier etwas unglücklich agiert, den Ball verliert vor dem eigenen Strafraum und dann Mölders mit aller Ruhe, mit der Übersicht und dann Dressel muss das 2:0 machen. Aber auch er verzieht, ähnlich wie Marsaila zuvor, auf der anderen Seite. Die große Chance zum Doppelpack, leichtfertig vergeben. Und weitere Kontermöglichkeiten für die Löwen. Kurz vor Schluss, 84. Minute, das ist Pusic. Der Österreicher zum ersten Mal in der Startelf in Liga 3 für den verletzten Lex. Auch er verpasst die Entscheidung. Aber zum Glück, werden sich die Löwen sagen, haben sie ja einen Sascha Mölders. Wiederum nur wenig später. 85. Minute, der nächste Konter. Und dann Mölders einfach mal aus der Distanz abgefälscht und rein. 2:0 die Entscheidung. Wieder etwas Glück natürlich dabei, dass auch der zweite Treffer von einem Verteidiger, in dem Fall von Müller, abgefälscht wird. Aber den Löwen, denen war es egal am Ende. Ein 2:0 Auswärtssieg im Derby dank des vierten Saisontreffers von Mölders, der besonders gern gegen Unterhaching spielt. Und wir sind hier hingefahren, weil wir gewinnen wollten. Und ich persönlich habe noch nie gegen Unterhaching verloren. Und deswegen war ich natürlich mir sehr sicher, dass wir gewinnen. Aber die ganze Mannschaft, weil ich glaube, dass wir sehr gut reingekommen sind. Und wir waren immer präsent in den Zweikämpfen. In der ersten Halbzeit haben wir es hervorragend gemacht. Zweite Halbzeit war klar, dass Haching auch ein bisschen was machen muss. Die haben brutale Qualität, das wissen wir. Und ja, am Ende sind wir jetzt glücklich, dass wir 2:0 gewonnen haben. Jetzt im letzten Drittel haben wir uns nicht so entscheidend durchsetzen können. Ich glaube doch, von hinten raus war es dann teilweise sehr schön. Das kann ich auch nicht sagen. Aber wie gesagt, schön ist dann auch nicht immer alles. Aber wenn wir dann in die gegnerische Hälfte gekommen sind, haben wir uns einfach nicht entscheidend durchsetzen können. Immer so Halbchancen und ja, und das hat einfach gefehlt. Und der Gegner hat, glaube ich, klar, vielleicht zum Ende hin mal 2, 3 Riesenmöglichkeiten gehabt. Selbst verursacht, aber schießt dann trotzdem zweimal aufs Tor und sind eigentlich zweimal drinnen. Das ist, ja, fehlt uns ein bisschen. Wir machen Fehler, kriegen Gegentor und versäumen es selbst zu schießen.
Auf der anderen Seite die Löwen, die eine Antwort finden nach der Niederlage gegen Saarbrücken und mit diesem Sieg im Derby wieder ganz nach vorne springen an die Tabellenspitze in Liga 3. Alle Spiele der dritten Liga live, nur bei Magenta Sport.